Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist gekommen, um zu bleiben. Sie birgt große Chancen und unüberschaubare Risiken. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Möglichkeiten und verstehen, wie wir alle von ihnen profitieren können. Nicht nur privilegierte weiße Männer mittleren Alters. Entschuldigung. Hallo, ich bin Alexandra Wudel, Co-Founder und Managing Director von FemAI, dem Center for Feminist Artificial Intelligence. Hollywood hat den Traum der Menschheit, Maschinen zu bauen, die uns ähneln, zum Leben erweckt und dabei die Ungerechtigkeit in der Welt der Technologie verstärkt. Eine Studie der Cambridge University analysierte 142 KI-Hollywood-Filme. Keiner von ihnen wurde von Frauen gedreht. Nur 8% der Data Scientists sind weiblich. Und eine intersektionale Perspektive fehlt mal wieder völlig. Ja, 51% der Weltbevölkerung sind weiblich. Ältere Menschen, Kinder, LGBTQIA+, Menschen mit Behinderung, People of Color, sie alle finden nicht statt. Hollywood hat es auf die Spitze getrieben und dabei eine wesentliche Debatte erfolgreich umschifft. Power. Die ungleich verteilten Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft übersetzen sich in KI-Systeme und werden verstärkt. Deshalb haben wir FemAI gegründet. Mit feministischer KI wollen wir die KI von morgen so gestalten, dass sie Menschen rund um den Globus unterstützt. Gemeinsam mit unserem Netzwerk, bestehend aus Menschen aus dem globalen Süden, AktivistInnen, PolitikerInnen, Forschungseinrichtungen, Start-ups, Data Scientists und so vielen mehr, bringen wir intersektionalen Feminismus in die Welt der KI. Dabei haben wir eines gemerkt. KI hält unserer Gesellschaft einen Spiegel vor. So zeigt sich am Beispiel von Gesichtserkennungssoftware, dass ihr unregulierter Einsatz zu Mehrfachdiskriminierungen führt. Wieso? In den USA wird Gesichtserkennungssoftware in der Strafverfolgung unreguliert eingesetzt. Sie fehlidentifiziert gender diverse and female people of color zu 34%. Also wie kann es sein, dass laut einer Bertelsmann-Umfrage 62% der Deutschen weder bei sich noch bei anderen Benachteiligungen durch automatisierte Entscheidungssysteme erfahren haben? Weil wir im Zweifel nicht wissen, ob eine Entscheidung von einem automatisierten System getroffen wird oder nicht. Ob ein Deepfake zu uns spricht oder ein Mensch, ist fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Deshalb müssen wir darüber sprechen, welche Gefahren KI fernab von Conscious Machines und Hollywood-Narrativen birgt. Viele soziale Gruppen fehlen komplett in den Datensätzen. Sie sind weder bei der Entwicklung von KI noch bei entsprechenden Gesetzesinitiativen beteiligt. Wir sind bestrebt, intersektionalen Feminismus in die Welt der KI zu bringen, um eine inklusive Welt für alle zu bauen. Ich wünsche mir, dass wir KI einsetzen, um unser Pflegepersonal zu entlasten, Care-Arbeit abbildbar machen, Krebsfrüherkennung mit KI für alle perfektionieren, Ernteausfälle vermeiden, unseren Konsum nachhaltiger gestalten und dabei die Kolonialisierung und ökologische Nachhaltigkeit im Auge behalten. All das geht nicht ohne euch. Bislang hat sich noch niemand für KI auf die Straße geklebt. Vielleicht wird das langsam mal Zeit. Wir müssen das Digitalisierungsnarrativ in Deutschland umschreiben. Und du kannst dich daran beteiligen. Spende deine Daten an gemeinwohlorientierte Initiativen. Erfährst du Hass im Netz, dann wende dich an HateAid. Informiere dich, bleib Teil der Debatte und hinterfrage Entscheidungen, besonders die, die von einer KI stammen. Schließlich wird KI nicht wieder verschwinden und wir sollten ihre Potenziale so nutzen, dass wir alle von ihnen profitieren. Wir brauchen KI, um die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, und zwar feministisch. Schreib mit uns ein neues Narrativ.